the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas, looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down. And again, Pat 15, the Pat 3 race crew car, has rolled over. And it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche. But it's back on its wheels and it can keep going. Hallo liebe Zuschauer und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. VRS GT Sprint Serie Barcelona, Spanien. Circuit de Catalunya. Es sind heute wieder 29 Fahrer am Start, darunter auch unser Tommy hier im wunderschönen Lamborghini. Mit Martini-Streifen. Okay. Was war das? Ja, das ist mein Rig fällt auseinander. Aber das ist Glück im Training und nicht im Rennen. Ja. So. Yves Scher. Yves Scher. Sagt dir das was? Nee. Na, die Tussi, die Motorsportreporterin, die auch selber mal gefahren ist. Tatsächlich. Wo ist die denn? Jan steht da, Scher. Ach so, okay. Ich habe nur Y Scher gelesen. Oh. Andy Gladwell, der ist in Rot-Amerika mit dir mitgefahren und hat in der zweiten oder ersten Runde sein Auto Eingang, Start und Ziel weggeworfen, eingedreht. Was du dir alles merken kannst, ist unglaublich, ey. Ich weiß ja, wenn du das ja beobachtest und dann hier auch diese Replays machst und dann schneide ich ja extra noch ein Unfall-Replay von ihm. Von dem Unfall, das merkt man sich einfach. Ja. So, Andrew Lees, der ist auch schon mit dir gefahren. So, jetzt muss ich gucken hier. Warte mal zu den Optionen, ob hier alles mit den Pedalen schick ist. Ja, da sind wir wieder, ne, Patrick? Barcelona, eine wunderschöne Rennstrecke. Auf Pole Position der Geoff Griffiths. Auf Platz 2 Ludovic Alves. Dritter Platz Nathaniel Ivanusa. Vierter Diego Rama. Und der fünfte Gerard Villarreal. Ja. Ganz schöne Namen hier. Ist ja unglaublich. Dann haben wir auf Platz 6 den Mario Cerro. Platz 7 Adalbert Fuchs. Platz 8 Andy Gladwell. Platz 9 Mike Kublak. Platz 10 Mike Magunazelaya. Auf dem 11. haben wir den Zef Kosemans. Markus Sinel. Randazzo Manuel, Christian Mittelstädt, Brendan Meyer und der Silbernagel auf 16. Meine Güte. Da geht's noch Luft nach vorne. Ja. Du weißt Bescheid, ne? Ja. Ach, ja. Wo sind wir denn hier überhaupt, ey? Ich. Wenn du Zeit und. Und nicht so im Stress bist, dann sehe ich ja auf der Geraden, dann quatsch ich dich an. Ja. So, und da hat sich die ganze Bande auf die Socken gemacht, Richtung Start und Ziel. Das Rennen wird gleich freigegeben, mal schauen, was uns heute erwartet. Ein tolles Feld. 29 Fahrzeuge. Oh, okay. Geoff Griffiths macht die Pace, das Pace-Car ist abgebogen, dahinter Ludovic Alves. Doch, das alles gut. Er gibt schon eine Kurve Gas. Meine Güte. Sieht aus, als ob alles vernünftig abgegangen ist. Und auch unser Tommy scheint hier ganz vernünftig weggekommen zu sein. Schräg hinter ihm im Ferrari, Derek Cortins. Und dahinter im weißen Ferrari,
der Karol Serbe. Hier sind wir ganz vorne. Nathaniel Ivanusa, Platz 3. Feld hat sich erstmal einsortiert auf dem 4. Platz. Diego Rama im Lambo. Dahinter Cerra, Villa Brintio und Mario Cerro. Auf Platz 7 Adalbert Fuchs. Jetzt hier wieder ganz vorne Diego Rama. Und so wie es aussieht, alle vernünftig unterwegs. Hier haben wir den Mikel Maguna Zelavia. Und da fliegt der erste. Oh, Brandon Meyer abgeschossen. Da gucken wir auch gleich nochmal im Replay. Das Gequatsche hier ausgestellt von den anderen. Hier im Replay sehen wir das nochmal, wer abgeschossen hat. Randazzo Manuel im Lambo gleich in der ersten Runde. Sehr schade für den Brandon. Während der Tommy sich vernünftig hier einsortiert hat, 16. Platz. Naja, da ist noch ein bisschen Luft nach vorn. Und hier der Brandon Meyer, 25. Platz. Das Rennen gleich am Anfang gelaufen. Vor ihm Diego Pulgar. Aber an sich alles sehr ruhig. Und da kommt der Jonathan Alba geflogen und schräumt den Brandon Meyer schon wieder ab. Ich glaube, der Brandon Meyer, der dreht hier so langsam durch. In der ersten Runde zweimal unverschuldet abgeräumt. Wir gucken gleich nochmal. Und da sehen wir das hier oben im Replay, wie der Jonathan Alba mit Geschwindigkeitsüberschuss ankommt. Der Brandon Meyer, der muss doch völlig bedient sein hier. Das tut mir echt leid. Aber bis auf den beiden Zwischenfällen alles recht sauber hier. Und der Karol Serdl, der greift hier, der wird hier angegriffen von dem Adam Rawski. Und hier ganz vorne noch alles dicht beisammen. Schöpf griff jetzt in Führung weiterhin, aber der Ludovic Alves, der macht hier Druck. Und Nathaniel Ivanusa ist auch nicht weit. Oh, und da fliegt er. Schöpf Griffins ab und verliert seine Führung. Schade, schade. Und der nächste geht geradeaus. Da müssen wir gleich noch mal gucken, was hier passiert ist. Da sehen wir es hier nochmal. Mein Teamkollege hier oben mittendrin, drin verwickelt, ausgerutscht. Und der Rudi Jetten und alle möglichen Fahrer müssen ausweichen und knallen da rein. Und der Tommy rutscht bis ganz nach hinten ab. Ein gebrauchter Tag. Auto soweit in Ordnung, aber ja, letzter Platz, ne? Vorletzter, ja. Ich war gar nicht bei dir, was ist passiert? Auto verloren? Oh. Während das vordere Mittelfeld hier um Andy Kleppel und Randazzo Manuel ganz dicht zusammen ist, davor bei Kubiak und dahinter Markus Sienel und Christian Mittelstädt. Und der Jeff Griffins, der ist bis auf den 13. Platz zurückgefallen. Und da haben wir hier oben im Replay mal den Derek Burkins. Start- und Zielschikane, Position 17, hintere Mittelfeld dreht sich ein. Oh, schade. Und einige Gegner können vorbeigehen. Sehen wir hier auch den Andrew Lees, den 5., der hier vorbeigeht, auf den 18. Platz. Und auch der Rudi Jetten hier im BMW M4 GT3 hat da so seine Probleme und knallt in die Mauer. Während hier ganz vorne erstmal die Positionen bezogen sind. Ludovic Alves vor Nathaniel Ivanusa und Diego Rama. Wir sehen es hier, den Ludovic Alves in seinem wunderschönen Audi. Vorneweg fehlerfrei, super. Aber dieser komische rote BMW hinter mir, war der nicht eben auch hinter mir? Dieser Rudi Jetten? Da habe ich nicht drauf, gar nicht drauf geachtet. Weil wo du abgeflogen bist, da ist gerade vorne der Vierte abgeflogen. Und jetzt sehen wir hier oben nochmal im Replay auch der Andy Kletwell mit der Startnummer 1. Position 9 hat hier Probleme in der Schikane, dreht sich ein und verliert eine ganze Menge Plätze und hält weiter hinten zurück. Und jetzt sehen wir mal hier auch der Andrew Lees, der geht hier an den Andy Kletwell vorbei, der auf den 18. Platz zurückgefallen ist. Und selbst der Derek Burkins hier ist im Angriffsmodus. Runde 5 und das Feld hat sich erstmal sortiert. Hier sehen wir den Adalbert Fuchs, Platz 6, super Rennen bis hierher. Und hier hinter ihm Zef Kosemans. Dahinter haben wir den hier Mike Kubiak und den Markus Sienel.
Und hier schauen wir im Replay nochmal ran. Da so Manuel kommt von der Strecke ab und räumt unseren ehemaligen Pole-Sitter, den Jeff Griffins, ab. Was ein Unfall. Die Plätze 10 und 11, naja, für beide gebrauchter Tag. Was man dann auch über das Rennen von unserem Tommy heute sagen kann. Platz 24, aber Hut ab, fährt das Rennen vernünftig zu Ende. Hier hinteres Mittelfeld, das sehen wir mal, der Andrew Lees, schönes Überholmanöver. Noch keiner retired. Ach, was so eine Riesenschlange da vorne ist. Ja. Da wechselt auch öfters mal die Position, da bin ich gerade. Rudi. Runde 6 und Rudi Jetten drängelt. Tommy Platz 24 und 25. Ein Stück weiter vorne, Jonathan Alba und vor ihm der Carol Serde wird angegriffen von Derek Borkins, aber noch kein Überholmanöver. Waren alles in allem sehr sauber. Und da kommt Jonathan Alba ins Straucheln im gelben Mercedes. Jonathan Alba. Crazy Taxi Design. Damit ist unser Tommy wieder auf den 22. Platz vorgerückt. Lenkrad ist schief. Und da geraten Brent Meyer und Derek Borkins aneinander. Der Tommy Leitbrach und der Kraft damit rein. Schade. Oh. Da fällt endlich das F-Wort. Bitte? Hier fallen gerade böse Worte. Hier kommt das F-Wort in einer Tour. Wow. 15 Minuten optional. Schade. It was funny, man. Und da sehen wir im Replay den nächsten Zwischenfall. Christian Mittelstädtposition. Muss jetzt um 12 stehen. Verliert sein Auto. Ja. Aber nichts weiter passiert. Eine Runde Kiesbett und weiter geht's. Ja, zwei Ferraris, der eine hat den anderen weggeschubst so, und ich konnte nicht mehr weg. Deswegen gab's auch die bösen Worte. Echt, was wurde denn da gesagt? Ja. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil das Replay nicht geeignet ist. Okay. Meinst du? Lass das jetzt mal laufen. Kannst das ja rausschneiden. Die ganze Zeit piep, 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 piep. Ich habe immer fucking fuck, 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 fucking fuck. Mehr habe ich nicht verstanden. Da haben wir den nächsten Zwischenfall. Ja, ein Schönfelder BMW M4, Position 21, verliert sein Auto. Aber zum Glück niemand reingedotzt, niemand eingeschlagen, Position verloren. Weiter geht's. Der nächste abgeflogen, Jeff Griffins. Er ist vorne gestartet als Führender und mittlerweile fällt immer mehr zurück. Und da sehen wir Jonathan Alba und vor ihm Christian Mittelstädt, die Position 19 und 18. Jonathan Alba, crazy Taxi. Wir haben jetzt die Runde 9. Hinter ihm noch der Mike Hönel. Und der Jonathan Alba, der greift den Zug an und geht an dem Christian Mittelstädt vorbei im BMW. Saugus Überholmanöver.
Noch ist das Quatsch jetzt hier. Und dann kommen wir doch hier gleich zum nächsten Zwischenfall. Karol K. Sertl und Fabio Ferraus. Position 16 und 17 sind sich nicht einig. Und der Fabio, der räumt den Karol ab. Schade für den Karol. Rennt kaputt. Und Christian Mittelstädt nutzt das gleich und geht in die Box zu seinem obligatorischen Boxenstopp. Und da haben wir doch schon gleich den nächsten Zwischenfall zu vermelden. Chris Williams, wie viele andere Probleme in der Schikane, Position 25, rutscht ab, ist aber nicht viel passiert, ist eh ganz hinten. Weiter geht's. Während vorne alles beim Alten ist, hier sehen wir den Diego Rava auf dem dritten Platz, hinter ihm Gerard Villa Brigno und da vorne, wie die ganze Zeit, Ludovic Alves in Front von Nathaniel Ivanusa. Audi vor zwei Lappos. Mal hier den Adalbert Fuchs. Den McLaren. Ich tippe mal Adalbert, das wird eben Fuchs her sein. Hier der Brendan Meyer, der hat sich natürlich aufgeregt, ne? Übersetzbar. Was hat er gesagt? Sieht sich ja wie Kaugummi. 12 Minuten noch. Hey Brandon, I just watched the replay. Huh? So the dude behind you pushed you, so you turned around and I've tried to evade you and come on the grass. So I had no chance and I was sliding back on track. So sorry dude to hit you again, but it was not my advice to turn you around. He locked the corner, he split off and then I'm trying to. Yeah, he did track with you. Yeah, he just kicked his running accelerator, hits my back. Next Unfall. Und hier sehen wir, dass Chris Williams räumt Adam Rapski ab, obwohl er überrundet ist. Der gehört die schwarze Flagge rausgehalten. Ganz schwer aufgebracht. Und hier wieder vorne, der Diego Rama, der bekommt langsam Druck von dem Gerard Villa Brigno, der so langsam abgeholt hat. Weiter vorne die Plätze verteilt. Ludovic Alves fehlerfrei und hinter ihm der Nathaniel Ivanusa in dem wunderschönen Lamborghini. Aber der hat sich ganz schön ausgelassen, also. Ja, ja. Ray Dieringer kommt vor Andrew Lees aus der Box. Not amused. Plätze 17 und 18, ja. Runde 12. Ja, du hast aber auch für deine Situation heute noch relativ gute Laune. Ja. Letzter Platz in den Bären, der R. Manuel ist schon, glaube ich, ausgestiegen. Ja. Das ist, das GT3-Feld hier, das ist da, ich glaube, da muss man echt viele, viele Rennen fahren, so, aber das ist schon... Wer trainiert Katix? Das ist schon gut. Dann hat mir mal so ein gewisser Tom Helfinger-Art, wie das mal gesagt. Bringt gar nichts. Wer trainiert Katix? Deshalb trainiere ich ja wie immer. So, der hat tatsächlich den anderen Ferrari gemeint, ne? Denn der quasi einen Fehler gemacht hatte. Aha. Und dann wieder auf die Rennlinie gekommen ist. So, der hat gar nicht mich gemeint, weil ich bin quasi auch, musste ausweichen und bin dann quasi wieder auf die Straße gerutscht und hab den quasi nochmal rumgedreht. Und hier im hinteren Mittelfeld, der Andrew Lees, der hat den Ray Dieringer wieder überholt. Wollen wir mal probieren zu fahren? Ich weiß es nicht. War schon ein ordentlicher Rums, ey. Ja, wie hat es sich angefühlt, wo du reingefahren bist? Hä? Wie hat es sich angefühlt? Ja, das Lenkrad stand dann so fast 90 Grad schief, ne? Okay, das ist natürlich. Ah.
will mal probieren, ob ich fahren kann, oder? Was meinst du? Ja, logo. Und da haben wir oben mal den Marco Sinel im Replay im Blick. Statt uns Zielschikane, Position 8, verliert auch sein Auto. Da haben viele ihre Probleme. Heikle Stelle. Was fahren die alle so im Schnitt vor Zeit? Brennt. Keine Ahnung, ey. Was bist du im Schnitt gefahren? Oh, weiß ich jetzt nicht. Aber ich sag mal so, wenn du noch ein, zwei solche Rennen hinlegst, dann können wir zusammen im Schnitt fahren. Das ist eine Aufforderung, oder was? Nö, eine Feststellung. Ich freue mich schon auf unser Zusammentreffen. Und wie fühlt sich die Maschine an? Ja, ein bisschen schief. Lenker steht ein bisschen schief. Aber was macht man nicht alles für 7 Dollar? Ja. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Der Totti, der wird sich ärgern. Die ganze Lackierung zu kratzen auf der Seite. Keine Ahnung. Ich bin mal Grad gespannt schief. Hier. Wenn die bei iRacing dann endlich mal hier die Boxencrew für alle installieren und die dann rauskommen, wenn das Auto kaputt ist, hier und Panzertape rausholen. Und virtuell Dropkick. Wird das noch erleben werden? Ich weiß es nicht. Ja, es wird irgendwann alles KI gesteuert werden hier. Da haben wir dann gar keine Rechner mehr zu Hause stehen, sondern da zockst du dann in. Es sind schon so ein paar Autos ramponiert, aber alles in allem, ich glaube nur einer hat sich ausgelockt. Du bist Vorletzter. Nee, Vorvorletzter, 27. Mann, echt, die letzten GT3-Rennen, die waren irgendwie echt kacke, ne? Nur Schwachsinn. Gerard Villabrinho und Nathaniel Ivanusse absolvieren jetzt ihren Boxenstopp, kommt gleichzeitig an die Box und hier der Markus Sinel, Platz 12 mittlerweile. Wunderschöne Lackierung hier der Ferrari von dem Markus Sinel und hinter ihm Andy Gladwell. Werden wir hier mal wieder nach ganz vorne gucken und der Nathaniel Ivanusse, der ist jetzt hinter dem Diego Rama zurückgefallen und auch der Gerard Villabrinho hat ihn überholt. Ludwig Alves immer noch in Front und auf Platz 5 Mario Zerro. Hier sehen wir mal den vierten, den Ludwig Alves, der jetzt schon einen vernünftigen Vorsprung von 4 Sekunden hat. Hier schauen wir mal ins Mittelfeld. Adalbert Fuchs hat hier scheinbar eine Menge Zeit in der Box verloren. Man weiß es nicht. Vor ihm Adam Rawski und hinter ihm Diego Pulgar. Letzte 14-15. Lass die ineinander fahren. Und da sehen wir den Andrew Lees, wie er versucht, den Marco Sinel zu überholen, abgedrängelt wird und durchs Kiesbett muss. Ferrari gegen Porsche, schade, aber naja, ein, zwei Positionen verloren. Während hier vorne der Diego Rama den Gerard Villabrinho jagt. Wir sind jetzt in der 19. Runde und auch Nathaniel Ivanusse ist noch hinten dran. Da ist noch das letzte Abend gesprochen. Und hier oben im Replay schon wieder Chris Williams, ein Rennen zum Vergessen. Da fällt ja nicht mehr viel ein. Und dann sehen wir hier oben im Replay Derek Burkins, Position 22. Hat so seine Probleme und hebt über den Wobbel ab. Zum Glück niemand anders beschädigt. Christian Mittelstädt hatte da Glück.
Was ist, fährt der Bernie dann noch so regelmäßig rennen? Wie bitte? Fährt der Bernie noch so regelmäßig rennen? Eigentlich der selten war der. Der guckt immer dienstags. Wenn er Zeit hat, sehe ich, dass was so Neues fährt. Aber er kommt ab und zu mal, selten mal vorbei. Letzte Runde. Und der Dreikampf ist entbrannt hier um den zweiten Platz. Gerard Villa Brigio, Degorama und Natanja Ivanusa. Wie viele Runden der Führende gefahren ist? 21 Runden, es geht jetzt in die 22. Letzte Runde und um den letzten Podestplatz hier wird erbittert gekämpft. Der Nathaniel Ivanusa hier in dem Monster Energy Lambo, der hat sich noch nicht geschlagen gegeben und greift den Degorama an. Gucken wir mal, hier vorne aber allerdings Ludovic Alves fährt ein souveränes Rennen, hat sich den Sieg redlich verdient. Hier sind wir bei Jeff Kosemans, Platz 6, auch ein Top-Rennen gefahren, nicht aufgefallen, keine Inzidenz. Weiter hinten hier Andy Gleffel, vor ihm Michael Magnu Azel, ja, sozusagen hier Markus Sinel, Platz 10, hinter ihm der Jeff Griffins, Platz 11. Und auf Platz 13 der Ray Dieringer. Adalbert Fuchs, 14. Platz. Da ist ein bisschen was schief gelaufen heute. Hier sind wir ganz hinten. Diego Polgar, Platz 15. Hinter ihm Adam Rapski und der Rudi Jetten. Und dahinter der Fabio Ferrau. Wunderschönes Rennen. Alles in allem eigentlich recht vernünftiges Rennen, bis auf den Chris Williams und natürlich Brendan Meyer, der hier wirklich Pech hatte, so wie unser Tommy unverschuldet rausgenommen. Oh, letzte Runde und der Rudi Jetten schmeißt seinen 17. Platz hier weg. Schade. Ja. Und das sehen wir jetzt hier oben im Replay auch nochmal, der Rudi Jetten kommt auf den auf den Randstreifen und rutscht weg. Schade für ihn. Unser Führender jetzt in der letzten Runde. Wahnsinnsrennen. Perfekt gemacht. Hinter ihm Degorama, Gerard Villaprinio und Nathaniel Ivanusa, die immer noch hier um die Plätze kämpfen. Schauen wir mal. Und dann sehen wir hier nochmal Adalbert Fuchs, Platz 14, der den Ray Dieringer überholt. Und noch einmal seine Klasse unter Beweis stellen. Vor ihm Andrew Lees und Jeff Griffins, die um die Position kämpfen. Der Jeff Griffins hier ist jetzt von Pol gestartet. Muss ich hier gegen Andrew Lees erwehren, der hier versucht in der letzten Runde nochmal ein Stück nach vorne zu kommen. Aber der Jeff, der macht hier gekonnt die Wege zu. Kein Weg dran vorbei. Und hier sehen wir ihn nochmal. Ludovic Alves auf den letzten paar Metern zu seinem souveränen Sieg. Einen herzlichen Glückwunsch, Congratulations Ludovic Alves, Winner VRS GT Sprint Barcelona, Circuit de Catalunya. Hinter ihm Degorama bringt den zweiten Platz übers Ziel vor dem Gerard Villaprinio und auf dem vierten Platz Nathaniel Ivanusa. Dahinter dann haben wir den Mario Cerro. Und auch der Brendan Meyer ist zu Ende gefahren. Platz 6, ihr seht es dann. Und hier noch ein paar Kämpfe. Jeff Griffins behauptet sich vor dem Andrew Lees und der Adalbert Fuchs nochmal rangefahren. Schade, ich denke mal noch eine Runde mehr und er hätte noch die zwei vor sich gekascht. So haben wir hier unseren ehemaligen Pole-Sitter Jeff Griffins auf Platz 11, dahinter Andrew Lees, Platz 12 und auf Platz 13 Adalbert Fuchs, Platz 14 Ray Dieringer und der 15. Diego Bulgar, 16. Fabio Ferrer und 17. Adam Rawski. Und unser Tommy hat es auch zu Ende gefahren. Hier sehen wir nochmal den Karol Serdel, Platz 19. Hinter ihm Jan Scher. 21. Rudi Jetten. War alles in allem recht schönes Rennen, auch wenn es für den Tommy ein bisschen unglücklich verlaufen ist. So, da bleibt mir nur noch, mich von allen zu verabschieden. War trotz allem wunderschönes Rennen. Und
ich wünsche euch was. Bleibt gesund und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. The number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale. 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pad 15, the Black Tree race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.